Tag zusammen, willkommen zurück bei unserem Let's Play von City Skylines mit dem Blick über unseren ersten kleinen Weinberg auf unsere Moselstadt, die wir jetzt in der letzten Folge ja angefangen haben zu errichten. Die ersten Häuser sind auch entstanden. Wir müssen jetzt hier nochmal ein paar mehr Weinberge bauen und dann auch noch ein bisschen für Dekorationen sorgen. Der Plan für die heutige Folge ist aber eigentlich ein ganz anderer. Ich möchte nämlich jetzt die Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage bauen in der Nähe unseres Offshore-Windparks. Da fangen wir auch direkt mit an. Also jetzt hier nochmal der Flug, der Blick einmal hier über unsere Stadt. Das ist etwas eintönig, weil die Häuser alle noch sehr gleichförmig aussehen. Aber das wird sich ändern, sobald dann mal der Bedarf an Gewerbe steigt. Der ist im Moment ja leider nicht vorhanden. Also, bevor wir jetzt hier die Dekoration angehen, können wir eine Sache schon mal machen. Also hier gehen wir gleich direkt ran. Aber wir folgen einmal der Mosel und fliegen hier in unser Industriegebiet, was wir hier errichtet haben. Da ist auch noch einiges zu tun, aber die Idee ist, dass wir jetzt hier vor dem Offshore-Windpark die Anlagen für die Wasserstoffelektrolyse bauen. Das heißt, der Überschussstrom aus den Windturbinen, den wollen wir nutzen, um damit dann Wasserstoff zu synthetisieren. Das ist ein recht einfacher chemischer Prozess. Man braucht im Prinzip eigentlich nur Wasser und elektrische Energie, spaltet dann das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff und ist eigentlich auch schon fertig. Den Wasserstoff, den kann man dann speichern und dann in industriellen Prozessen nutzen oder wieder umwandeln und dabei elektrische Energie gewinnen. In der Brennstoffzelle, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Also ich mache hier mal erstmal ein bisschen Platz, dass wir hier die vorgelagerte Insel errichten können. Also wir machen hier mal euch etwas ausladender diesen Bereich. Jetzt überschwemmt hier alles mit Wasser, das ist nicht so schlimm. Das warten wir dann ab, dass das Wasser weg ist. Aber hier soll dann die Wasserstoff-Elektrolyseanlage von unserer Stadt entstehen. Gut, das war der erste Schritt. Wir kommen gleich wieder zurück, bauen aber in der Zwischenzeit hier in unserem Saardörfchen weiter. Ich glaube, was wir mal machen können, ist, wir können dem hier mal einen Namen geben. Und zwar nehmen wir das jetzt hier mal Saarkirchen für diese schöne Kirche, die wir da haben. Auch wenn es der Kölner Dom ist, aber die das sieht auch gar nicht wie der Kölner Dom aus. Für hier ist es Untersaarkirchen und das andere ist Obersaarkirchen. Obersaarkirchen, ne? Gut. Also, was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen Dekoration. Wir können jetzt auch mal ein paar Hotels noch setzen. Da brauche ich hier aber etwas Platz, habe ich schon gesehen. Den schaffen wir uns mal. Wir stoppen mal kurz das Ganze hier. Und wir müssen hier, wir brauchen hier 3 Einheiten Abstand zum Kai. Nicht nur 2. Das bekommen wir. So müssten wir das eigentlich hinbekommen. Jetzt haben wir hier nämlich 3 Felder, das ist gut. Dann schließen wir hier einmal die Route wieder an. Den Winkel, dass wir hier nochmal den Anschluss hier machen. Und das gleiche machen wir dann hier vorne. Gut, dann kann das hier auch direkt weiterlaufen. Denn wir haben ja hier in dem Content Creator Pack ein paar traditionelle Hotels. Ich glaube, die passen hier eigentlich ganz gut hin. Wir schauen mal. Das Museum vielleicht nicht. Hotel Abbott. Das können wir mal hier platzieren. Wir brauchen jetzt nur die kleinen. Das Lafayette ist zu groß. Das ist noch schmaler. Das passt sogar hier hin.
dann setzen wir es hier vorne auch hin. Was haben wir noch? Hotel Aldine, das ist quer, das ist quer. So, das hier. Wie heißt du? Gasthof Ankerhaus. Ah, das ist ein sehr schöner Name. Dann nehmen wir den Gasthof Ankerhaus. Das ist ja auch sehr passend. Und dann nehmen wir hier nochmal das Hotel Meeresblick. Oder der Name ist Quatsch. Das Hotel Brunswick. Zu groß. Haus The Fabian. Ja. Das ist doch eigentlich schon gar nicht so schlecht. Gut, da müssen wir ein bisschen dekorieren. Wir haben auch einen hohen Bedarf wieder an Bevölkerung. Dem kommen wir nach. Doch, die können wir hier nochmal einmal ein bisschen dekorieren. Und dann können wir uns jetzt gleich um die Wasserstoffproduktion einmal kümmern. Und dann werden wir danach noch mal ein bisschen hier weiter dekorieren. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Also die Schule, da brauchen wir einen Zaun, nicht um die Schüler einzusperren, aber um das hier so ein bisschen abzugrenzen. Ja, da haben wir doch für die Schülerinnen und Schüler da was ganz Ordentliches gebaut. Gut, dann können wir uns jetzt um die um die Wasserstoffproduktion kümmern. Wir auch das müssen wir so ein bisschen modifizieren, weil das natürlich jetzt hier in dem Spiel nicht vorgesehen ist. Wir kommen hier gleich wieder hin. Einen Fußweg setze ich schon mal, damit wir hier an die Küste rankommen, aber den Rest machen wir dann später. So, gut. Ja, beim Überflug gucken wir ganz kurz. Die Mosel hat sich gefangen, wie wir hier sehen. Also das Wasser fließt jetzt hier rein. Zwar hat hier die Saar noch die stärkere oder größere Wassermenge. Wir sehen auch hier alles See unter Wasser. Das müssen wir mal anpassen. Das heben wir mal einfach an mit Muffet. Ich glaube, da machen wir jetzt nichts. Ich lasse es aber noch mal ein bisschen laufen. Wir gucken noch mal eben. Aber wir sehen, das Wasser fließt jetzt wieder in die richtige Richtung. Das hat geklappt hier mit dem mit der Wasserquelle hier vorne. Da ist das Spiel irgendwie nicht mit zurechtgekommen. Und jetzt haben wir hier wieder eine richtige Fließrichtung. Das hätten wir schon früher mal angehen können. Gut, jetzt haben wir hier unsere vorgelagerte Insel. Da kommt jetzt die Wasserstoffsyntheseanlage hin. Das bauen wir mit diesen Geothermiekraftwerken. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal hier eine Küstenbefestigung. Das, denke ich, macht Sinn, dass wir die einmal ergänzen. Was ich jetzt noch bauen möchte hier ist diese Hochwasserschutzmauer, einfach nur um das ein bisschen abzugrenzen von dem Rest. Einfach um da so ein bisschen anzudeuten, dass das hier ein besonderes Gebiet ist. Das haben wir so und machen hier den Zugang. Das ist quasi dann der Weg rein und dann können wir hier einmal eine Straße reinmachen. Also, was ist die Idee? Warum Wasserstoff? Warum brauchen wir das hier in Viridis? Also Wasserstoff wird ein zentraler Bestandteil sein der Energiewende. Wir brauchen synthetische Gase für die Langfristspeicherung. Das ist das eine. Denn die Speicher, die wir so kennen, das sind immer die Batteriespeicher, das sind Kurzfristspeicher, dann haben wir die Pumpspeicherkraftwerke, die wollen wir auch noch bauen, das machen wir auch noch in einer der nächsten Folgen, aber wir wollen die Pumpspeicherkraftwerke, also Wasser einfach auf eine höhere Ebene pumpen, das sind Speicher, die mehrere
oder ein paar Tage speichern können. Die Batterien sind, ich sag mal, für einen Tag oder untertägig, vielleicht zwei Tage, Pumpspeicherkraftwerke dann ein paar Tage. Und dann die saisonalen Speicher sind die Gasspeicher. Das ist dann Wasserstoff oder alternativ Methan. Das heißt, dass man überschüssige elektrische Energie nutzt aus den regenerativen Energiesystemen, Photovoltaik oder Wind, um daraus dann elektrische Energie zu, aus der elektrischen Energie dann die Gase zu erzeugen. Das ist der Plan. Und wir nutzen jetzt mal hier diese Wassertanks als Andeutung für solche Speichertanks. Und nehmen wir dieses Geothermie-Kraftwerk, weil das optisch, glaube ich, so einem Kraftwerk am nächsten kommt. Und die Idee ist jetzt, dass wir, ich glaube, hier passt noch mal einer so rein, genau, wunderbar. Also wir wollen die Überschussenergie nutzen. Der Nachteil der Erneuerbaren ist ja nun mal, dass sie volatil sind, also stark vom Wetter abhängen, was die Stromproduktion angeht. Das ist aber unkritisch. Im Moment unkritisch und wird es auch künftig bleiben, aber je mehr Photovoltaik und Wind wir haben in den Stromnetzen, das müssen wir halt speichern. Da ist halt die Idee, das machen wir in Batterien, das machen wir in Pumpspeicherkraftwerken, nicht in Deutschland, das macht wenig Sinn, sondern wenn, dann werden wir Pumpspeicherkraftwerke im europäischen Ausland nutzen, insbesondere in den Alpenländern Österreich, Schweiz und in Skandinavien. Die haben jetzt schon viel, viel mehr Speicherkapazität, als wir das in Deutschland haben. Wir haben in Deutschland, glaube ich, nur 40 Gigawattstunden, das ist nicht sonderlich viel. Und das wollen wir, also das müssen wir auch nicht ausbauen, das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll darstellbar. Deswegen macht es wenig Sinn, dass wir in Deutschland da jetzt investieren. Wir können in unserem europäischen Verbundsystem viel einfacher auf die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke aufbauen, aufsetzen und die nutzen. Jetzt ist es aber so, dass die nicht ausreichen für die Speicherung, sondern wir brauchen tatsächlich auch noch mehr. Und das soll dann über Gase funktionieren, insbesondere dann über die, die Wasserstoffproduktion. Das ist so ein großes Ziel, dass wir sagen, wir nutzen die Überschussenergie aus Photovoltaik, Wind, wenn sehr viel Wind weht. Das ist nämlich dann die Küstenanlage vor allem sehr interessant. Oder wenn besonders viel Photovoltaikenergie im Netz ist und wandeln diese Überschussenergie um in Wasserstoff. Elektrolyse, wir nehmen den Strom und spalten das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff kann gespeichert werden, den Tanks, der kann transportiert werden. Den können wir wieder rückumwandeln in eine andere Energieform. Den können wir in chemischen Prozessen nutzen. Also die Stahlindustrie wird das künftig einsetzen, das davon ist auszugehen. Und wir werden das einsetzen in der chemischen Industrie. Auch die hat großen Bedarf an entsprechenden Wasserstoffmengen. Auch da wird die Technologie noch weitergehen. Naja, und so wird der Plan sein, dass wir das dann, also den Wasserstoff dann einsetzen. Und den können wir halt über mehrere Wochen speichern. Also wir können im Winter die Überschussenergie aus den Windparks nutzen, um daraus dann Wasserstoff zu machen und den dann im Sommer verstromen, wenn weniger Wind weht oder an Tagen mit Dunkelflaute. Auch das ist möglich, also noch wenig Wind, wenig Sonne im Winter, dass wir dann diese gespeicherte Energie in den Gasen, in dem Wasserstoff oder nächster Schritt wäre dann in dem Methan, also CH4, dass man das dann entsprechend wieder rückverstromt in den Gaskraftwerken oder alternativ in Blockheizkraftwerken zum Beispiel, wir das jetzt heute auch schon machen, oder halt in der Brennstoffzelle, die produzieren auch noch ein bisschen Abwärme, also von daher, da kann man tatsächlich ein bisschen was machen. So, hier die Mausstation, die ist viel zu groß, die passt hier leider nicht hin. Das ist aber auch nicht ganz so schlimm. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir können hier mal ein paar Bäume setzen als Sichtschutz.
Also das ist die Idee beim Wasserstoff. Das denke ich, also das wird kommen. Das ist der Plan der Bundesregierung. Das werden wir in Europa machen. Das werden wir weltweit machen. Das macht auch Sinn, diese Energie dafür zu nutzen aus den erneuerbaren Energiesystemen. Das brauchen wir auch, denn sonst funktioniert das Konzept der Energiewende tatsächlich nicht. Auch die Technologie ist nicht kompliziert. Das kennen wir schon seit vielen Jahren. Das Elektrolyseverfahren, der Wirkungsgrad ist nicht besonders gut. Das muss man halt auch ehrlicherweise zugeben. Also einen Wirkungsgrad von, ja, ich sag mal, 35%, das ist nicht wahnsinnig viel. Und ja, damit muss man halt leben. Da können wir jetzt auch nichts großartig dran machen. Da ist halt technologisch jetzt wenig zu erwarten. Also das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir halt die Preise senken können. Im Moment ist dieser grüne Wasserstoff, denn der ist ja klimaneutral, wenn wir den produzieren. Der ist immer noch, also heutzutage noch teuer. Der graue Wasserstoff, wie wir ihn heute produzieren, dass wir quasi Methan, also Erdgas nehmen und das dann nutzen zur Erzeugung von Wasserstoff. Dabei entsteht Kohlendioxid, das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Und ja, den Prozess wollen wir natürlich umwandeln und entsprechend umkehren. So, das war Quatsch hier. Das machen wir nochmal einmal neu und richtig. Also das ist der Weg, weil ich dachte, dieser grüne Wasserstoff, der ist heutzutage noch zu teuer, noch rechnet er sich nicht. Da werden wir aber trotzdem durch die Skaleneffekte werden wir da, denke ich, künftig Vorteile haben. Und wie gesagt, er ist klimaneutral, weil wir bei der Produktion kein mehr Treibhausgas emittieren, kein Kohlendioxid und bei der Rückverstromung auch nicht. Das ist halt das Wichtige an dem Wasserstoff. Und ich glaube, er muss kommen, wie gesagt. Das kann man in den Energiemodellen rechnen. Wir haben es ja selber auch mal bei uns am Institut gerechnet, wie sowas aussehen kann. Die Gase sind ein wichtiger Bestandteil. Dieses sogenannte Verfahren Power to X, also dass man Überschussenergie nutzt, das geht nur mit diesen Gasen. Und ja, das ist aber auch kein Problem, denn bevor wir die elektrische Energie aus den Windturbinen wegschmeißen, so machen wir es ja im Moment noch, ist es tatsächlich so, dann können wir ihn einfach nutzen, diese elektrische Energie, um daraus dann den Wasserstoff oder im nächsten Schritt halt das Methan zu erzeugen und dann in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Wir haben ja die Gasnetze, also Wasserstoff können wir jetzt nicht so einfach in das Gasnetz blasen, das funktioniert nicht, weil die Verbrauchseinheiten damit nicht zurechtkommen, aber aber künftig wird das möglich sein, dass man über Membranen dann die Gase wieder trennt. Ansonsten, wenn wir aus dem Wasserstoff dann im nächsten Schritt über das nächste chemische Verfahren dann das Methan erzeugen, auch das ist klimaneutral, wenn wir das verbrennen, verbrennt es klimaneutral, weil die CO2-Menge, die dabei entsteht, haben wir ja vorher aus der Atmosphäre holen müssen. Der Prozess ist ja so, dass wir den Wasserstoff nehmen und Kohlendioxid und aus dem Wasserstoff und dem Kohlendioxid machen wir dann CH4. Und beim Verbrennen kehren wir den Prozess um von dem CH4 und das Kohlendioxid, was dann emittiert wird, haben wir ja vorher aus der Atmosphäre geholt. Also bilanziell ein klimaneutraler Prozess. Da ist der Vorteil bei diesem Power-to-X-Verfahren, dass wir damit also keine Klimagase produzieren und dass wir damit auf die bestehende Infrastruktur aufbauen können. Wir haben ein Gasnetz europaweit, wir haben Gasspeicher, wir haben Systeme, die das Gas einfach verbrennen können, die Gasthermen, Gaskraftwerke, Blockheizkraftwerke. Also das klappt eigentlich ganz gut. Ja, also ich glaube, damit haben wir hier schon mal einen ganz guten Anfang gemacht. Da, ich glaube, viel dekorieren will ich hier gar nicht, denn Bäume würde ich jetzt hier nicht installieren wollen. Das wäre falsch. Also der Überschussstrom aus den Windturbinen fließt jetzt hier rein in die Elektrolyseanlage. Vielleicht nennen wir das hier, geben wir die ganzen anderen mal. Ah, ne, habe ich ja schon benannt. Genau, das können wir hier ein bisschen kleiner machen.
Aber dann haben wir jetzt hier den Wasserstoff. Der kann jetzt hier transportiert werden in unser Industriegebiet. Das heißt, unsere Industrieunternehmen, die wir hier vorne haben, das müssen wir auch nochmal alles dekorieren. Wir haben noch viele Dekorationsfolgen vor uns. Der kann jetzt hier eingesetzt werden. Der wird hier gespeichert in den Tanks. Das ist eigentlich wunderbar. Gut, also von daher, wir fliegen mal zurück nach Saarkirchen und kümmern uns da mal um die weiteren Dinge. Wir können in der Zwischenzeit, haben wir einen hohen Bedarf an Bevölkerung, dem will ich vielleicht schon mal gerecht werden hier in unserem kleinen Örtchen und hier noch mal ein bisschen weiter ausbauen. So, hier haben wir ein Müllproblem. Warum? Vielleicht brauchen wir hier noch mal so ein Mülldepot für die kleiner Müllsammelpunkt. Sollen wir vielleicht ein bisschen verstecken. Vielleicht packen wir den mal hier hinten. Achso, der muss an einer regulären Straße stehen. Ist die Frage, ob wir das hier rausgetrickst bekommen. Das. So, hier haben wir einen Frachtsammelpunkt. Vielleicht nehmen wir so einen Fußgänger. Jetzt setzen wir diesen Servicepunkt hier einmal hin. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dass wir hier nochmal so einen Punkt machen, das sollte eigentlich funktionieren. So, das machen wir nochmal ein bisschen kürzer. Gut. Also das ist jetzt tatsächlich dann, so wird die Zukunft aussehen des Energiesystems, dass wir dann es schaffen, über die Gasproduktion aus dem Überschuss der Erneuerbaren. Das funktioniert, das kann man in Energiemodellen rechnen. Und zeigen, dass das funktionieren kann, dass das dann trotzdem auch wirtschaftlich attraktiv ist, denn das ist ja das Entscheidende, das muss ja wirtschaftlich attraktiv bleiben. Das ist es aber tatsächlich. Das Energiesystem der Zukunft ist tatsächlich günstiger als das heutige fossile Energiesystem. Und das, ja, wir müssen, wie gesagt, einmal über den Investitionsberg drüber, denn sonst, ja, werden wir unser Energiesystem tatsächlich nicht umgestellt bekommen auf ein vollständig regeneratives System. Das ist das, was wir jetzt im Moment tatsächlich beobachten. So, hier müssen wir einmal die Verbindung schaffen. Gut, dann dekorieren wir noch mal ein paar Bäume an unsere Station und können ja noch mal ein paar wir können ja, glaube ich, besser mal so ein paar Cafés noch setzen. Die sind ja hier vielleicht auch noch ganz nützlich. Aber wir können ja diesen Service Point noch ein bisschen verstecken. So, wir brauchen hier sowieso noch die Verbindung. Die können wir auch noch mal setzen. Hier unsere Fähre. Wir müssen erstmal so einen Fährweg definieren. Also, dann müssen wir hier die Saar einmal runter. Das ist die Fährlinie und dann soll die Fähre von. Die Fähre da. Die soll dann hier starten und dann einmal nach Saarkirchen und bitte wieder zurück. Und da brauchen wir natürlich nur eine. Reicht ein Schiff, glaube ich. Ich kann eine 9 losschicken. Und das ist Saar-Mosel-Linie. Mal gucken, was da los ist. Das Schiff muss jetzt erstmal kommen. Da ein paar Zellen, die hier leider untergegangen sind, die heben wir mal ein bisschen an.
dadurch, dass wir den Spiegel hier so ein bisschen angepasst haben, aber das korrigieren wir mit MoveIt. Gut, das haben wir schon mal gelöst, dann gehen wir wieder zurück nach Saarkirchen. Das Müllproblem löst sich hier leider nicht so richtig an der Fähranschlägestelle. Das ist so ein bisschen schade. Gut, wir können hier vielleicht noch mal so ein paar von diesen so Restaurantpier, das können wir hier vielleicht auch noch mal ein bisschen verteilen. Das ist zu weit weg von der, ach, die Straße ist zu weit weg. Das geht aber auch nicht näher, glaube ich, oder? Doch das funktioniert leider auch nicht. Dann müssen wir das auf die andere Seite setzen. Das ist aber nicht so schlimm. Gut, wir können hier unten auch noch, die Frage jetzt, gebäudetechnisch haben wir jetzt nicht mehr so richtig viel Platz hier auf der Seite. Aber wir müssen weitere Gebäude platzieren. Dann fangen wir hier auf der anderen Seite an, nochmal ein paar Wege zu definieren, damit wir dann dort ein paar Gebäude platzieren können. Wir nehmen hier das mit den Pflastersteinen genau. Und haben hier wieder Platz geschaffen für weitere Gebäude. Ich glaube, wir reißen hier mal die Bäume alle ab. Die sind hier im Weg. Die pflanzen wir lieber selber nochmal nach. Jetzt können wir hier mal weitere Gebäude platzieren. Müssen wir darauf achten, dass wir hier, ja doch, das passt mit den Stadtvierteln. Aber auch hier sollen nochmal diese historischen Gebäude entstehen. Die sehen ja wirklich ganz passend aus. Und dann dazwischen setzen wir dann vielleicht auch nochmal Gewerbe, wenn es denn mal entsteht. Oder wir definieren das dann als historische Gebäude. Das muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, wir dahinter können nochmal eine weitere Reihe entlang ziehen. Und da entstehen auch schon die ersten Gebäude wieder, weil der Bedarf so groß ist. Das ist komisch, dass daraus aber kein Bedarf für Gewerbe entsteht. Wahrscheinlich haben wir so viel Industrie noch, die nicht bedient wird, dass deswegen nichts passiert. Ja, aber hier können wir weiter Gebäude platzieren. Ja, was die Wasserstoffnutzung angeht, also im privaten Bereich, glaube ich, jetzt wird der Wasserstoff ja wahrscheinlich keine so große Rolle spielen. Im Privatbereich wird man hauptsächlich auf Wärmepumpen setzen, was die Wärmeversorgung angeht. Und man wird auf, also dass man aus Strom Wärme macht, das geht sehr effizient, auch schon in Bestandsgebäuden, da braucht man gar kein hochgradig gedämmtes Haus, also bei Neubauten sowieso, da ist die Wärmepumpe, denke ich, Standard. Aber selbst in Bestandsgebäuden kann man Wärmepumpen problemlos nachrüsten. Die werden sich, oder die haben sich schon durchgesetzt, die werden sich weiter durchsetzen. Ich könnte auch hier nochmal eine U-Bahn-Station platzieren, fällt mir gerade so ein. U-Bahn, wir gucken mal, was haben wir denn hier noch Schönes, so eine Parallel, das ist so eine große. So ein Kreuz oder so eine unterirdische Bahnstation. Die könnte man noch mal ein bisschen dekorieren dann. Ne? Aber hier könnte man doch. Oder haben wir hier? Ja, genau hier. Da passt sie genau hin. Ja, das ist gut. Dann geht es einfach nur die Treppe runter. Das dekorieren wir direkt noch mal ein bisschen. Nehmen wir am besten hier mal solche. Wo haben wir denn hier diese schönen
Platten. Hier nicht, sondern hier. Hier sind sie dabei. Ne? Irgendwas Neutrales. Pflasterstein, das ist gut. Ja, also wie gesagt, das wird, glaube ich, nicht passieren, dass wir jetzt im privaten Bereich Wasserstoff einsetzen werden, über wasserstoffbetriebene Heizungssysteme, also eine Brennstoffzelle. Die gibt es ja in kleineren Dimensionen für den Privatgebrauch. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, nach dem Privatbereich, was die Wärmeversorgung angeht, das wird über die Wärmepumpen laufen. Das wird sich weiter ausbauen. Das ist einfach ein sehr effizientes, energieeffizientes System, wo wir aus einer Einheit Strom 3 bis 4 Einheiten Wärme machen können. Das ist schon sehr effizient und das wird sich einfach weiter durchsetzen. Da habe ich jetzt keine Zweifel. So dass das was für die Industrie wird, auch im Verkehrssektor. Also da wird Wasserstoff eingesetzt, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht im privaten oder Individualverkehr, sondern das wird im Schwerlastverkehr kommen. Also LKWs, aber auch Flugzeuge natürlich insbesondere. Denn die werden jetzt nicht betrieben werden können mit Batterien, sodass wir da auf jeden Fall mit Wasserstoff arbeiten werden als Gas. Davon ist auszugehen. Macht Autos, da hat sich die Elektromobilität jetzt einfach schon so durchgesetzt, das wird nicht passieren. Das ist auch aus Kostensicht einfach nicht effizient genug. Man könnte jetzt auch noch sagen, man macht vielleicht diese synthetischen Treibstoffe, also dann aus dem Wasserstoff mache ich dann nicht nur Methan, sondern noch eine Stufe weiter. Ich erzeuge daraus langkettige Kohlenwasserstoffe, also im Prinzip synthetisches Benzin, synthetischen Diesel. Das könnte kommen, das ist aber noch ineffizienter, also auch da, auch das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir da groß drauf setzen werden. Das glaube ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sodass wir da wenig sehen werden. Das ist wiederum nicht effizient genug. Das wird sich nicht durchsetzen. Nur zu kleinen Teilen wird sich das vielleicht einen Beitrag leisten, diese synthetischen Treibstoffe. Das heißt also, was haben wir für den Wasserstoff? Die industrielle Anwendung, wie gesagt, und dann den Schwertransport. Schiffe werden damit dann fahren und die Flugzeuge. Auch das geht heute noch nicht, vor allem lässt sich das auch wirtschaftlich noch nicht darstellen. Aber mittelfristig bis langfristig, denke ich, wird das kommen, muss das kommen. Wir brauchen die Dekarbonisierung. Der Verkehrssektor ist ja am weitesten entfernt von den Klimaschutzzielen in Deutschland und in Europa. Also von daher müssen wir da dringend aktiv werden. Und da beobachtet man ja im Moment noch gar keine Entwicklung. Also das ist schade. Aber das muss kommen, das wird auch kommen, aber wie gesagt, das wird noch dauern. Von daher denke ich, also wie auch der Wasserstoff wird seinen Beitrag leisten. Wir haben ihn jetzt gebaut, haben ihn integriert bei uns in der Stadt. Haben jetzt hier auch schon mal wieder ein paar Dekorationen gemacht. Das dürfen wir nämlich hier nicht vergessen. Und hier vielleicht auch nochmal so eine Dekorationsfolge wieder einbaut. Aber ich wollte jetzt erstmal hier die Wasserstoffproduktion einmal ergänzen. Die U-Bahn haben wir auch, die müssen wir auch nochmal anschließen bei Gelegenheit. Aber hier ist ja schon ordentlich Fußgängerverkehr, das finde ich wirklich gut. Das klappt, der Zugang hier zu unseren Bereichen hier ist auch schon gegeben. Und hier vielleicht nochmal, passt hier vielleicht nochmal eine kleine Sache rein. Wir gucken nochmal hier. Dieser kleine Platz im Park, der passt hier theoretisch noch rein. Ne, passt da nicht, weil von der Höhe das hier nicht geht.
dann dekorieren wir das anders. Beim nächsten Mal, ich glaube, hier müssen wir dann beim nächsten Mal hier nochmal ran. Gut. Also haben wir den Anfang oder den nächsten Schritt gemacht. Die Hotels sind da. Im Moment haben wir gar keinen Bedarf an irgendwas. Jetzt kommt wieder ein bisschen Bevölkerung. Das heißt, wir können die nächsten Folgen wirklich nutzen, um hier weitere Dekorationen zu machen. Guck mal hier, wie ist jetzt der... Naja, 5. Boah, es geht, es geht. Also hier, hier muss noch viel entstehen, viel wachsen. Ich werde hier, glaube ich, auch nochmal diese ganzen Gebäude dann alle auf historisch setzen. Die sind ja auf Stufe 5, das ist gut. Und dann können wir hier nämlich dazwischen nochmal die nächsten setzen, dann ist das wirklich dicht an dicht. Denn der Gewerbebedarf ist ja quasi null. Aber das bereite ich nochmal vor, dass wir jetzt ja nicht im Timelapse-Modus uns anschauen. Das wird dann die nächste Folge, auch dass wir hier die nächsten Weinberge platzieren. Ja, leider funktioniert das hier nicht mit dem Abholen. So, wir haben wieder Studierende gewonnen. Das klappt ganz gut. Aber hier ist irgendwas komplett auf Null runtergefahren. Ganz komisch, keine Ahnung, was da passiert ist. Gut. Hier fährt die Fähre. Passagiere 0. Das ist natürlich schade, aber auch das wird sich ändern. Wir fliegen zurück zum Hauptthema dieser Folge, nämlich die Wasserstoffsyntheseanlage, die wir jetzt hier im Meer integriert haben. Die kann jetzt die Industrie versorgen. Da werden wir auch nochmal rangehen, dass wir hier dann auch da dekorieren. Also wahrscheinlich wird die nächste Folge nochmal so eine Dekorations-Timelapse-Folge. Und ja, mit diesem Blick auf unsere Wasserstoffproduktion können wir die Folge an dieser Stelle wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.